Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Heute mit Dadosh Kundran, Xlir und Jay. Hallo! Hallo! Guten Tag. Boy. So, war eine ganz andere Truppe. Ja, jetzt darfst du richtig hart carryen. Nee, dafür habe ich mir extra einen eingeladen. Der Xlir macht das. Alles klar, ich treffe heute nicht. X-Lier. Dann nehme ich doch mal, wenn wir dieses Team haben, nehme ich doch mal direkt Thatcher. Ich glaube, das ist ganz gut beim Chalet, habe ich gehört. Jo, Thatcher ist eigentlich immer gut, aber theoretisch bräuchten wir einen, der die Wand aufmachen kann. Ich hab das Sledge. Da haben wir doch mit Thermite und Tibana. Erstmal Sledge kann die Wand nicht aufmachen, ja. Und Thermite habe ich nicht erkannt wegen seinem Straßenpolizist. Ich bin ja gar nicht der größte Noob hier. Ja, dieser billige 1942 Skin. Hallo, 10 Euro. Der ist nicht billig. Ich finde die halt, also ich finde, wenn, dann finde ich Sledge geil von den Elite-Skins. Muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wohl Kapkan geht ja auch, aber das ist nichts Besonderes. Also der Kapkan-Skin. Der Sledge ist schon wirklich der beste. Alleine wegen seinem coolen. Morgenstern. Ja, richtig, Morgenstern, da den da Zweihand-Morgenstern. Ich mag ganz gerne die ganzen Masken, die da im Shop haben. Die hier, ja. Twitch hat, glaube ich, irgendwie eine Lucha-Maske und so ein Zeugs. Die sind alle so teuer. Ja, das wurde aber, glaube ich, einfach nur ins Spiel gebracht, weil die Leute mittlerweile diese Punkte so krass angesammelt haben, dass sie die irgendwie wieder loswerden müssen. Ja. Geh mal nach unten. Oh, Keller ist schon mal frei. Wir spielen ja gar keinen Rank. Das ist ja gar nicht zwangsläufig unten. Oh, hier ist da jemand. Oben sind sie, glaube ich. Ja, irgendwo oben. Also ja, okay, mittleres Geschoss, würde ich sagen. Bedroom, glaub ich, oder? Ah, hier, Küche. Ah, Küche. Da haben wir eine kleine Drohne kaputt gemacht. Ziel Nummer 1, nicht die Geisel erschießen. Das schaffen wir, oder? Ja, wir haben unseren Experten dafür nicht dabei, von daher alles gut. Also wir würden sowas ja nie passieren. Schießen doch bestimmt raus am Anfang. Ja, ich denke auch. Der hat Hallo geschrieben, also wahrscheinlich schon, ja. Das ist ein Deutscher, ja, dann auf jeden Fall. Ja, schieß direkt raus. Und, nice! Am wenigstens dadurch einer. Hallo! Sag mal nicht so! Ja. Ja, wenigstens einer kriegt das hin! Achso, lol. Ich dachte, du meinst, dass ich tot bin, das war gut. Nee, also wir waren das jetzt hier, ne? Down. Oh shit. You've been spotted. Das Valkyren-Cam wahrscheinlich. Oder? Ist ja noch irgendwo. Ja, das ist irgendwo, ja, wo liegt hier wahrscheinlich. Oh, wie unangenehm. Oh, der Lockhead wurde schon gebannt, Alter. Richtig verdient. Ja. Einer steht noch am Küchentisch, ich sehe aber nur einen im Raum. Wer ist Thermite von uns? Kundran. Ja, ich. Lass mal irgendwie geile Action machen. Okay, das war nice. 3 gegen 3. Natürlich. Immer noch einer am Küchentisch. In der Truppe. Wisst ihr, kennt ihr. Pass mal auf hier. Guck mal, kennt ihr diesen geilen Trick hier? Da du bestimmt. Aber vielleicht weiß der ein oder andere Zuschauer das ja noch nicht. Also ich finde diesen. Nicht, dass du jetzt stirbst. Achso. Ja, wenn da jetzt. Da. Da war einer. Guck mal, da siehst du sie nämlich mal immer wieder. Aber da musst du ja, aber denk dann, du hast auch viele andere Fenster, von denen ja, du richtig, gesehen werden. Ja, richtig, das ist halt schon super gefährlich. Dann müssten, wenn, halt wenn du da einen gesehen hast, müssten eigentlich zwei sein. Also einer im Trophäenraum, also hier. Du musst irgendwo noch eine Kamera sein, ich hab Angst, mich aufzustellen. Ich könnte immer noch einen markieren, aber ich will das noch nicht machen. Wo sitzt der denn ungefähr? Oh, in Casual kannst du, der liegt direkt am Fenster im Trophäenraum. Du denn denkst, ja. Wir haben ja immer noch die Kamera irgendwo. Einer ist hier. Im Baum hängt die Kamera, alles klar. Okay, das hab ich auch nur einmal markiert. Der ist in den Keller rein. Okay. Ich versuche mal vorne reinzugehen. Na komm, gucken. Sitzt immer noch da, wo ich ihn gerade markiert hatte. Und eine Doppeltür wurde gerade aufgemacht. Das war meine. Seh dich gerade leider nicht. Kann sein, aber. Guck mal da, hallo Valkyren-Kamera. Damit haben wir 2,50 ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber. Da! Okay, ich wollte gerade mal zu Jay gehen, aber das lassen wir mal lieber. Den zweiten Stock oben. Da war noch einer, ich markiere nochmal. Wow, die hat mich schnell gekillt. Holy shit. Valkyrie noch und der Typ, der im Raum ist noch. Alex. Im zweiten Stock auch? Das war, also Valkyrie ist noch nicht tot. Und die ist nicht in den Raum gekommen, bis da. Valkyrie ist oben. Eine Minute quasi. 30. Ihr könnt den Boden aufschweißen, ne? Ihr habt Thermite lebt sogar noch.
Der sitzt immer noch. Ich höre den links von mir. Und meine Kamera ist in der Küche. Okay. Also in dem Essraum. In dem Essraum ist auch der Typ, aber ich kann ihn nicht mehr markieren gerade. Er sitzt hinter einer Vase, die ich nicht sehen kann. Genau unter Kundran jetzt. Jetzt unter dir steht er, so okay. Ungefähr. Hier konnten wir markieren, oder? Oh, oh shit. Ja, der Kühe kommt lang oben. Bist du die Kundran? Weiß ich noch nicht. Irgendwo da war er, ja. Das ist sie. Wir hatten okay. Geh jetzt wieder zum Küchending. Zu dem Dropper, den du aufgemacht okay, ja. Hast. Okay, pass auf. Geh mal zum Dropper hin. Komm. Geh mal hin langsam. Er ist. Ist er gerade weggegangen? Warte. Du musst doch. Ja quasi. Ne, wenn er zum. Na, ich ja, okay. Geh bei dir. Hier! Ach, shit! Ich hatte ihn gerade. Wenn du runterspringst, direkt rechts, alle zu hinter dem Tisch. Einfach ab. Ja, geradeaus durch, pass genau, auf. Jetzt geradeaus runter. YOLO! Komm, ja, jawohl! Yeah. Nice! Geiles Ding. Hex! Schöne Ansage. Vor Dalo war schon Prägel, die hat die Runde geholt quasi. Die lag aber auch wirklich gut, er hat sie einfach nie gefunden. Er wurde x-mal markiert. Nice. Schönes Teil. Schön. Ich bin mal ein bisschen nützlich, wenigstens irgendwas fürs Team mal tun. Ich hab glaube ich keinen Verteidiger mit Marco-Visier. Rook hat eins. Ja, wenn du es drauf gemacht hast. Ja. Logisch. Ach, die kriegen wir locker weg hier. Also wenn ich da schon zwei Kills mache, dann muss das was heißen. Ja, immer diese Noobs, der Alucard und ICT. Ja, ich zu der Spielweise sage ich natürlich nichts, ja. Aber okay, wir machen mal weiter. Ich geh mal ein bisschen Kapkan und so, ne? Was ist Pieken oder was? Egal, ja, das ist auch gucken. Billig. Es gehört, es ist ein Teil des Spiels, hat sich etabliert, aber so für mich, ja, gut. Ja, ne? Gehört nicht in die Aufnahme, was ich davon halte. Dann meckern wir alle. Haben wir das eine Ding bekommen? Scheinbar. Nur noch 10 Sekunden. Haben wir den Pumpgun dabei? Nee, ne? Keiner kann den Drop-Off machen. Ja. Egal, ich hab eine Impact-Granate. Wo soll ich den Drop-Off machen? Mach einen Pfeil. Hier kannst du machen, wenn du willst. Bei mir. Hinter dir, Jay. Ja, ich komm. Genau. Oh, ich mach bestimmt jetzt die ganzen Dinger kaputt. So, fängst du schon auf. Jawoll. Direkt erstmal zwei kaputt gemacht. Das ist schlimm. Soll ich den hier auch aufmachen? Ja, kannst du auch machen eigentlich. Da ist Action. Ja? Ich hab jetzt Bandit und konnte wirklich so keine Batterie anbringen, die irgendwie Sinn gemacht hätte. Ne, bei dem Punkt hier. Nee, nicht. Oh Leute, hinten ist ja schon offen. Oh, die große Fensterwand, hier ist, oder? Hier ist offen. Oh, hier ballen sie auch drauf. Ja, ich hab die Twitch-Drohne. Die wollte zu Dadosh. Hab noch einen. Schön. Nice. Da war noch einer. In die Richtung da hinten. Das ist noch dicht. Das war ja, ein Snipper. Hier kommen sie gleich hoch wahrscheinlich. Wo kommen sie hoch? Hier, dieses Seitenfenster in Westen. Okay. Da wird geballert. Naja, du achtest drauf. Hast du da wen, Dalu? Nee, unten war bis jetzt fast alles, nice. Also alles gut, würde ich sagen. Sind alle tot? Was ist da passiert? Oh, auf Fenster. Hab nice. Mal einen. Ja, draußen. Ja. Ah, sehr gut, Team. Weitermachen. Jawohl. Danke, Coach. Weitermachen, Leute. Die lieben schon raus da, die Leute. Guck mal. Das war ein schöner Kill. Boah. Diese Überraschung in seinem Das habe ich auf Band, Freunde. Ach, sie sind wieder voll schön. Was soll ich denn mal nehmen? Hat unser deutscher Clan etwa das Spiel verlassen? Ich glaube, die sind diesmal unten. Schmierglas, ich bin uns nie Glas. Just saying. Alter. Zwei Elite-Skins hier. Ich hoffe ja, dass Captain bald Rich, mehr kommen. Voll die Angeber. Ich hab nur Thermite, weil ich den immer spiele. Ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, wen ich mir holen sollte dann. Hier kommt irgendeine weibliche, so halbnackt. Sie soll doch aussehen wie Tracer IQ oder sowas, wäre doch super. Na, die macht das wie in Jurassic World da, wo sie dann durch den Wald marschieren wollen.
die macht es dann im Spiel irgendwann auf das Kleid. Oh ja. Das ist ja für mich auch 10 geil. Euro bezahlen für den Skin. Umso weniger, umso mehr GIF-Animation dazu? Ja, am Ende, wenn du gewinnst mit dem Elite-Skins, gibt es eine Animation, da kann du sich ja ausziehen. Ja. Also, wenn Ubisoft, wenn ihr das hört und Geld machen wollt. Ich glaube, wie heißt das? Bedroom? Master Bedroom heißt das so? Ich glaube. Bin mir aber gar nicht so sicher. Also, ich sind auf jeden Fall oben und Master Bedroom liegt ein Jammer, aber ich weiß nicht, ob da wirklich Leute reingehen. Ja, okay, Cavera ist auf der Seite, wo wir waren. Da liegen auch dann sind die Master Bedroom. Aber die ballern wieder raus. Das ist nämlich ein guter Spot, um rauszuballern. Brauch unbedingt einen Nahguck für die nächste Runde. Obwohl die Leute, die rausgeballert haben, sind raus, ne? Waren die Deutschen sind raus. Wir haben da oben halt komplett dicht gemacht. Kann das jemand aufmachen? Das könnten wir aufmachen, ja. Kann ich mit Ash hier, ich kann ja auf den Turm hier auf, ne? Ja, nice. Wo wollt ihr denn rein? Erstmal schnippern. Ne? Kann ich? Ja, okay. Ich seh da grad keinen. Hat einer eine Claymore? Ja. Ja. Ne. Hund! Hier vom Fenster dann? Ach, zum Fenster. Gott, ja. Idiot, ey. War die im Raum drin, ja, ne? Ja, die steht. Die ist genau auf der Geisel. Ach, Moment. Ich guck da mal. Da ist direkt der. Ach, ich wusste nicht, dass das direkt der Raum war. Was für Fail. Die ist direkt rechts um der Ecke, Alex. Da, ne? In die Richtung. Wie weit? Ja, genau. Wie weit? Das kann ich hier durch die Wand. Die müsste in der Ecke stehen. Versuch mal einfach durch die. Sag mal, wie weit? Warte mal, rechts, 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 da. Hier? Irgendwo so da. Einer sitzt neben der Geisel direkt. Ja, genau, direkt neben der Geisel quasi. Ja, der aimt ist ganz gut ab hier gerade. Da komme ich nicht ja, rein. Ich kam auch von der anderen Seite nicht. Also ich konnte nicht mal, ich wollte nicht keine Granate reinwerfen. Du meinst unter mir! Ja, aber leider zu spät. Achso, die hast du in der Kiste. Deswegen finde ich es gut, dass sie die Claymores überhaupt eingebaut haben. Der ist down. Nice. Ich komm mal ein bisschen zu euch, ne? Das ist halt so scheiße mit der Geisel, wenn ihr sie nicht kommt, wird ein Headshot von mir drin. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir halt die Geisel nicht killen. Ja. Severa ist immer noch oben. Über. Das soll spielen. Ja, der kam. Nice. Schön. Nice. Letzter. Lass mich mal rein, ich mach die Runde. Das war der Dude, der in der Geisel war. Schön. Ja. 601. Ach, Gott sei Dank noch vor Jay, es wäre fast peinlich geworden. Jawohl! Nice! Oh, Alter, die letzte Runde war halt auch ultimativ dumm von mir, also. Ne. Okay. So, das war doch ein schönes Ründchen. Das ging ja doch sogar besser, als ich dachte. Am Anfang dachte ich, oh, die Gegner sind eigentlich echt gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne liked und lasst mal den anderen vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao! Tschüss!